Sind Sie auch solche Udo Jürgens-Fans wie Mario und ich? Ja, ne? Ja. Ja? Erstmal sieht der super aus für 80, oder? Und dann hat er uns so viel gegeben, nicht nur Lieder, das ist ja klar. Er hat auch immer tolle Dinge gesagt. Er hat mal gesagt, die Sehnsucht stirbt an der Schwelle zur Erfüllung. Hat er wahrscheinlich gerade einen Korb gekriegt, ne? Ja, er war ja einer der größten Stecher des vergangenen Jahrtausends. Ja, sicher. Der ist auf alles gegangen, was annähernd 37 Grad Körpertemperatur hatte. Ey, guck mal, siehst du die im gelben Kleid? Udo, das ist ein Briefkasten. Das älteste Lied, an das ich mich erinnere, ist Jenny, oh Jenny, hast du mir verziehen? Dann komme ich heimwärts. Heim will ich ziehen. Wow. Na gut, der Reim ist scheiße, ziehen, verziehen. Ne? Du bist der Liedermacher, wie könnte man das retten? Jenny, oh Jenny, bist du mir noch Gram? Hm? Wenn nicht, fahre ich heimwärts mit Bus oder Bahn. Ja, ist schön. Ja, hier ist ein Lied, das Udo Jürgens vergessen hat zu singen. Geigen machen Schrumm, Bienen machen Summ, Minen machen Bumm, aha. Das Glöckchen macht Kling Kling, der Pinguin macht Ping, nichts macht der Schmetterling, aha. Und ich mach dir ein Liebeslied, in dem das alles nicht geschieht. Es hat auch viele Töne, aber nur schöne. Der Schäferhund macht Mau, der Patient macht Au, der Studienrat macht Blau, aha. Gespenster machen Bu, Kühe machen Mu, Mühe machst mir du, aha, denn ich mach dir ein Liebeslied, in dem das alles nicht geschieht. Es hat auch viele Töne, aber nur schöne. Der Spanier macht Sisi, der Franzmann macht Oui-Oui, der Säugling macht Pipi, aha, und wir jetzt auch.